Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir machen uns direkt auf den Weg, um endlich unser Zeug wiederzukriegen. So, wir futtern uns jetzt ordentlich was rein. Das hält die komplette Folge. Hatten wir in der letzten Folge ausgerechnet. So, nee, Händler war es nicht. Wir haben das Ding doch... Dings genannt. Schlange haben wir es genannt. Hier vorne war das, ne? Richtig, so. Mal ganz kurz einen Anruf wegdrücken. Ich wieder genau 10 Sekunden, nachdem ich eine Folge aufnehme, klingelt das Handy. Klingelton ist zwar aus, aber das Vibrieren, ich weiß nicht, ob man es hört. Oder gehört hat. Nervt mich dann. So, da hinten ein Hirsch, keine Schlange, das ist schon mal gut. Nicht wundern, dass ein bisschen weniger Pfeile sind und so. Ich habe von der letzten Folge... bis jetzt zur neuen Folge noch mal ein bisschen weiter gespielt und ein paar Sachen gesammelt. Das zeige ich euch aber alles mal in Ruhe. Lasst mal schauen, wir sind hier. Wir wollen da runter. Haben wir das mit dem Boot? Ich habe halt echt Angst vor der Schlange, oder wir machen das Boot fix kaputt, aber... weiß nicht, wie viel Schläge wir dafür brauchen. Gut, mit der Axt könnte es schneller gehen. Ich will halt bloß nicht, dass die Axt... jetzt dolle kaputt geht, weil wir brauchen die noch. So, jetzt haben wir es kaputt. Gib das ganze Zeug wieder her. 20 mal Holz, 6 Leder, 6 Harz. Sieht gut aus. Wir bauen das Portal ab. Und die Werkbank. Perfekt. Ich glaube, wir schaffen das diese Folge. Also ich glaube generell, dass wir es schaffen. Vielleicht wird es auch noch die nächste Folge. Ich habe schon wieder keinen Timer mehr gestellt. Hoffentlich kommt mein Monitor bald. Jetzt bestimmt auch schon 3-4 Tage her, wo ich den bestellt habe. Wird Zeit, dass der neue endlich hier ankommt. Ja, was ich alles noch so weiter gemacht habe und so weiter, das zeige ich euch dann mal in Ruhe. Ich möchte jetzt erstmal der nächste Troll. Vor allem ohne Spaß, ich war jetzt heute mal wieder ein bisschen sammeln. Es sind 2 Trolle oder so schon wieder, ich glaube 2 entgegengekommen. Auf jeden Fall wurde da irgendwas geupdatet, so viele Trolle gab es vorher nicht. Wir hatten auch einen Trollangriff. Jetzt mit dem Graben und so. Wollten wir auch... hier noch... Also das kann doch nicht sein. Ich glaube, den müssen wir besiegen. Wir schaffen es irgendwie, uns hier so zwischendurch durchzuschlängeln. Kupfer-Uhr. Großes Kupfervorkommen. Wir lassen... ach, das ist aber ein Riesenkupfervorkommen. Entschuldigung, das muss ich mir schnell markieren. Es scheint ja ohne Ende zu sein. Ich hatte auch einen Tipp in den Kommentaren, dass ich da noch etwas tiefer graben soll. Man dann wo auch noch mehr Kupfer findet. Vielen Dank erstmal dafür, das wusste ich noch nicht. Ja, also wie gesagt, was ich gebaut habe, zeige ich euch. Oder weniger gebaut als gesammelt, zeige ich euch später mal in Ruhe. Ich möchte es jetzt erstmal schaffen, mit euch endlich das Zeug wiederzukriegen. Und wenn wir das geschafft haben... dann müssen wir in der Basis unbedingt erstmal noch weitere Truhen bauen. Und zwar bei unserem Lagerhaus, unserer Werft, wie auch immer man es nennen mag. Dort auf die linke Seite muss nochmal komplett genauso eine Wand an Truhen hin. Weil langsam wird es echt knapp mit dem Platz. Viele Truhen sind voll, ich muss das schon irgendwo anders mit einsortieren und das macht echt keinen Spaß. So, jetzt lasst mal schauen. Die Seeschlange war hier irgendwo, ne? Ich würde eigentlich ganz gern lieber noch ein kleines Stück hier rüber und dann hier so auf die Insel. Ich habe gar keinen Bock auf Seeschlange. Verständlicherweise. So, wir laufen mal noch ein kleines Stück hier rüber. Vielleicht ungefähr hier so. Können wir auf den Stein bauen? Geht. Zack. Dann einmal noch Portal. Schlange. Oder wollen wir das schon hier bauen oder dann drüben? Ne, wir bauen das hier. Drüben ist Sumpf, da wird es wahrscheinlich noch viel schneller kaputt gehen. Wenn wir jetzt sterben auf dem Weg hin mit unserem Floß, dann haben wir zumindest hier das Portal. So, einmal richtig rum, einmal darüber. Es ist schon wieder so neblig und schon wieder Gegenwind. Das ist einfach Wahnsinn zurzeit. Ich weiß nicht, was wir dem Windgott getan haben. Aber irgendwie mag er uns nicht. Und dem Nebelgott. Dann sehen wir wieder überhaupt nicht, ob irgendwo eine Schlange kommt.
Ah, ich hoffe einfach mal. Die andere war irgendwo hier. Wenn wir jetzt hier rüber schwimmen. Hier hinten war noch eine. Also wenn jetzt hier auch noch eine ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir haben auf jeden Fall Feuersteinpfeile. Wir haben den Stufe 3 Edelholzbogen. Und wir haben auch Bronzerüstung und Waffe und Schild. Und vor allem auch optimale Ausstattung, was die Lebensmittel angeht. Es muss jetzt einfach klappen. So, da drüben kommt auf jeden Fall schon der Sumpf. Anscheinend ist die Insel doch relativ groß, wenn die irgendwo bis hierhin geht. Ich bin schon mal froh, dass Land in Sicht ist. Das heißt, wir müssen nicht ganz so lange auf dem Wasser verbringen. Sieht erstmal seeschlangenfrei aus. Dann können wir natürlich auch noch ein kleines Stück nach rechts. Wir etwas weiter hier vorkommen und nicht ganz so weit durch den Sumpf müssen. Drückt die Daumen, dass das klappt, aber ich denke, mit der Ausrüstung müssten wir definitiv ganz gut gegen die Sumpfbewohner ankommen. Dann sollten wir auch unser Zeug kriegen. Wenn wir damit fertig sind, die Truhen zu Hause bauen, unbedingt, das müssen wir ein bisschen umbauen. Ansonsten verzweifle ich bald. Und dann kümmern wir uns erstmal um Knochenwanst. Hab zwar auch keine Lust drauf, aber wir werden das schon hinkriegen. Und dann können wir entweder das neue Haus bauen. Also Haus bauen steht auf der Liste. Dann steht noch auf der Liste nochmal in den Sumpf. Noch ein bisschen Eisen holen und vor allem dieses Glibberzeug. Und wenn wir Knochenwanz besiegt haben, können wir ja dann auch das Silber endlich finden. Und mit dem Silber und dem Glibber können wir dann... Ach, da warten schon wieder die Ersten auf uns. Können wir dann glücklicherweise uns den Torger Reißzahnbogen bauen. Und ich glaube mit dem Silber dann auch die Wolfs, den Wolfsumhang. Dass wir etwas länger im Gebirge aushalten. So, da... Ach, ich bin so doof. Jetzt habe ich wieder die ganzen Tränke vergessen, die ganzen Mets. Ach, das macht gar kein Fetz. Irgendwas vergisst man halt immer. Müssen wir einfach mal hoffen, dass wir es irgendwie überleben. Ich will jetzt nicht nochmal wieder zurück. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich würde ganz gerne wirklich... Oh, da wird gleich wieder richtig dunkel hier, ne? Der Beste, ja doch, die müssen wir ausschalten. Bam! One-Hit-Wonder. Hinten ist auch noch einer. Wir holen uns den jetzt einfach, weil ich habe keine Lust, wenn wir dann irgendwie rennen müssen. Ne, bei dem was. Der hat wahrscheinlich mehr Rüstung, der Nahkämpfer. Also wir können es komplett blocken. Ah, okay. War nicht perfekt, aber... Auf jeden Fall machbar. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen vor Vergiftung. Ich markiere mir nochmal ganz schnell die Stelle. Wir wissen, wo unser Boot steht. Schlundi, ah, geh bloß weg. Aber auch er muss dran glauben. Ich will die wirklich alle ausgeschalten haben. Damit hier nicht irgendwelche bösen Überraschungen kommen. So, mal gucken, ob es nachher noch da liegt. Dann holen wir uns das nachher zurück. Oder holen uns das nachher generell, was er hat fallen lassen. Den schönen leckeren Blutsack. So, wir sind schon fast an der Todesstelle, ne? Da vorne wartet noch was. Was ist das? Kann es nicht genau erkennen. Laufen wir ein klein... Ah, da ist noch ein Torger. Glaube, ich höre auch schon wieder Schlundis. Nein! Hat er kein Schild ausgerüstet. Oh nein, nicht schon wieder so ein Zorngeist. Und ein Schleim. Oh Gott, und der, ah, der hält voll viel aus. Ich weiß gar nicht, wie man den am besten besiegt. Darf nicht so viel rennen. Kann ich den blocken? Wie geht denn das? Kann den blocken. Na gut, dann geht's eigentlich. Komm noch einmal drauf, jawohl. Jetzt müssen wir den Schleim noch aus der Ferne holen. Kommt noch ein Skelett, aber vor dem habe ich wenig Angst. Boah, in dem Moment springt er. Das war voll gute Reaktion. Der Schleim muss erstmal weg. Ich habe keinen Bock auf Gift. Ach komm, der hätte ruhig mal treffen können.
Mann, der letzte Schuss. Jetzt haben wir es. Wow, Mann. Es hört halt aber auch nicht auf, ne? Komm schon. Der ist zu dünn. Den trifft man nicht. Ach komm. Hitbox hätte man schon einen kleinen Millimeter größer machen können. Ach. Wir haben gar nicht so viele Pfeile mit. Noch ganze 21 Stück. Müssen uns ein bisschen beeilen. So. Also, Zorngeist schon weg. Zwei Trogger, ein Skelett, ein Schleim. Es sieht gut aus. Hier springe, dürfte doch nichts passieren, wenn ich ins Wasser springe, oder? Nö, geht. Dann lässt die Bärenmarmelade schon wieder langsam nach, obwohl die auch 1200 Sekunden hat. Weiß nicht, ob die einfach schon so früh anfängt mit Blinken. Aber wir haben jetzt, keine Ahnung, 10, 12 Minuten erst aufgenommen. Ich hab's nicht 100% auf dem Schirm. Weil ich, wie gesagt, mal wieder den Timer vergessen hab. So. Ich glaube, wir haben gleich unser Zeug wieder. Hier kommt noch ein Schleimi. Nee, nicht Schleimi, Schlundi. Zwei Schlundis und Stufe 2 Schlundi. Och nein. Wird er gerne auf Nahkampf gehen. Aber dadurch, dass wir keinen Giftwiderstand dabei haben, denke ich, lassen wir das doch mal lieber. So. Komm schon, ein Pfeil noch. Ah, jetzt ist er so weit weg. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Na, ah, da kam er schon wieder. Und noch ein Schleim. Schleim muss unbedingt weg. Schlundis sind erstmal nicht ganz so schlimm. Ey, nicht alles verschießen hier. Wo ist denn der? Kommt zumindest nicht an Land. Wir haben nicht mehr so viele Pfeile. 6 Stück bloß noch. Ich weiß nicht, wo der Schleim hin... Ach, da ist der Schleim. Wir holen uns jetzt erstmal unser Zeug wie... Ah, shit. Ah, war nicht so schlau. Au. Nicht, dass wir jetzt noch sterben. Ich lege jetzt erstmal Essen nach. Egal, ob wir es gerade... Oh Gott, wir haben bloß noch 31 Leben. Was mache ich denn für einen Quatsch? Ach, jetzt kommt schon wieder ein Schleim. Das Essen kann auch echt mal wirken. Ich muss mehr blocken. Jetzt nicht vergiften lassen. Komm, Essen, wirk. Bam, jawohl, da haben wir es. Wir müssen nur noch den Schleim töten. Wir haben bloß noch 6 Pfeile, aber die müssten, glaube ich, reichen. Nein, aber nicht, wenn der solche Moves macht. 1. Ah, da kommt noch ein Torger. Ich fasse es nicht, aber zum Glück ein Nahkämpfer. So, tot. Und der Torger noch. Komm her. Ah, hätten wir eigentlich noch ein drittes Mal schlagen können. Egal. So, wir haben's. Ach, noch ein Schlundi. Und noch einer. Ich glaube, das sind die kleinen Schwestern der Seeschlange. Du hast kein Erbo und 3 Schlundis um unser Loot herum. Wie nett. Das ist echt mega nett von euch. Ich habe keinen Bock, die auf Nahkampf zu nehmen. Oh Gott, 4, 5 Schlundi. Was ist denn los? Na, noch einer. Dahin kommt ein Skelett. Wo kommen denn die alle her? Was machen wir denn gegen die Schlundis? Keine Lust, hier an einer Vergiftung zu sterben, ehrlich gesagt. Können wir die irgendwie hier rüber locken? So, ist auf jeden Fall keiner mehr gerade da.
alles nehmen, was geht. Hat noch nicht gereicht. Aber die Eisenrüstung haben wir. Haben wir Pfeile? Ah, wir haben wieder Pfeile. Perfekt. So, jetzt ein Schlundi nach dem anderen. Ist das da hinten die Seeschlange? Oder war das ein Schlundi? Ne, das ist die Seeschlange, ne? Ich glaube, das ist sie. Die Musik klingt auch schon wieder so, als würde eine kommen. Ach komm, den Millimeter hätte es auch noch abziehen können. Ganz ehrlich, die haben sich echt alle drumherum versammelt, dass wir nicht an unser Zeug können. Oh, und du auch noch. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Krautzwergenauge, Stein, Harz, erstmal weg. Wir müssen jetzt erstmal das wichtige Zeug mitnehmen. Na, nicht jetzt. So, und zwar das Zeug. Naja gut, und die Möhrchen. Bisschen Holz liegt da noch hier rum, aber das ist okay. Muss mal ganz kurz gucken, bei wie viele Minuten wir stehen. 16 Minuten. Also 3 Minuten noch ungefähr. Nächste Folge denke ich wieder dran, den Timer anzumachen. So, wir haben es geschafft. Hey, wir haben unser Zeug wieder. Ich fasse es nicht. Wir können das jetzt erstmal mit dem wechseln. Wo ist denn unser Schild? Wir hatten nur ein Bronzeschild. Wir hatten noch gar kein Eisenschild. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber ich sag mal, gegen die Sumpfbewohner reicht es ja. Es war ja auch Stufe 2. Wir haben es ja jetzt schon mit Stufe 1 ganz gut geschafft zu blocken. Ich bin noch am überlegen, welche Kombi wir nehmen für Knochenwanst. Ich sag mal so, mit Bärenmarmelade, Würstchen und Suppe haben wir halt relativ wenig Leben, dafür viel Ausdauer. Also gerade die Bärenmarmelade ist dafür halt ausschlaggebend. Die halt viel Ausdauer und wenig Leben gibt. Oder ob wir doch nochmal was anderes nehmen, dass wir mehr Leben haben. Wir brauchen halt irgendwie beides. Bin mir da noch ein bisschen unsicher. Naja, ich freue mich erstmal, dass wir es geschafft haben. Wir verziehen uns jetzt hier. Ab aufs Boot, ins Portal. Und erstmal nach Hause. Den ganzen Spaß hier wegbringen. Und dann können wir schauen, ob wir uns nochmal herteleportieren. An sich war es jetzt bloß noch ein bisschen Holz. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch, die Seeschlange irgendwie zu holen. Vom Land aus. Hey, jetzt haben wir mal voll Rückenwind. Ich habe mir das Portal nicht markiert, aber es war irgendwo hier. Oh Gott, ich dachte gerade, es ist eine Seeschlange. Das wäre es jetzt hier auf dem Heimweg. Oh Gott, das klingt so, als wäre eine da. Nein, ist keine da. Komm, voll Rückenwind. Jetzt zieh durch, mein Freund. Ich glaube, wir gehen hier erstmal nicht wieder hin. Ich habe hier einfach zu dolle Angst um die Seeschlangen. Stell euch mal vor, jetzt kommt eine und tötet uns wieder. Dann haben wir halt echt ein Riesenproblem. Nee, wir lassen das erstmal. Kümmern uns zu Hause ein bisschen um die Truhen. Und werden uns dann mal so langsam aber sicher Richtung Knochenwanst machen, dass wir die Etappe dann endlich mal geschafft haben. Wir machen noch das kleine Stück vor und teleportieren uns nach Hause, dann machen wir Folgenende. Wird wahrscheinlich wieder 1-2 Minuten länger sein. Aber jetzt hier so mitten auf dem Meer. Muss ja auch nicht sein. Da oben ist das Glibber, was ich meinte. Das holen wir uns dann, aber es bringt uns noch nichts, bevor wir nicht das Silber haben. Ja, ist die Frage, ob wir uns doch noch ein Eisenschild machen, aber ich glaube, dass mal, wie lange kann denn, was hat denn der Typ für eine Ausdauer, der Schlundi? Geh weg. Also ich finde es trotzdem krass, na gut, 1600, 1200,
1500. Die fangen trotzdem, also vor allem die Bärenmarmelade, fängt halt sehr, sehr schnell an zu blinken. Und sobald die das tun, lässt ja auch irgendwie die Wirkung nach. Wir haben ja jetzt auch noch alles dreis im Magen, aber bloß noch 76 Leben und wahrscheinlich auch weniger Ausdauer. Also hält's halt am Ende irgendwie doch nicht so lange. So, kleines Floß, bleib hier stehen. Wir machen uns nach Hause. Wir können uns endlich freuen, dass wir unser Zeug wieder haben. Endlich wieder mit Eisenrüstung rumrennen. Ach, ist das Leben schön. Ich freue mich, es hat geklappt, sogar relativ easy. Waren recht viele Sumpfbewohner, aber alles machbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns 19 Uhr morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.